Am kommenden Sonntag empfängt der SV Wilhelmshaven den Gast aus Eichede, ein nicht zu unterschätzender Gegner. Zumal der Aufsteiger schon zweimal in dieser Saison gewonnen hat und auch dementsprechend einen Platz über dem SVW steht. Aber der Sieg gegen Meppen muss natürlich ein wenig Rückenwind geben. Das hoffen natürlich alle. Auch die Fans und Zuschauer, die von hier bis dahin hoffentlich alle Plätze besetzen werden. Hier stehen immer die treuen SVW-Anhänger, die auch oftmals zu Auswärtsspielen mitfahren. Das ist enorm wichtig für den Verein. Der Amateurfußball leidet ein wenig darunter, dass wenige Leute ins Stadion kommen. Das wird sich aber hoffentlich gegen Eichede ändern. Denn der Sieg gegen Meppen lockt hoffentlich ein, zwei Zuschauer mehr an. Und dann möchte die Mannschaft und Trainer Farad Toku natürlich die Leistung des letzten Wochenendes bestätigen und hier im heimischen Stadion den ersten Dreier einfahren. Ich bin fest davon überzeugt, dass man hier drei Punkte feiern kann am Wochenende gegen Eichede. Aber wer will schon meine Meinung wissen, da fragen wir auch lieber den Trainer Farad Toku und auch einige Spieler. Farad Toku, Eichede am Sonntag zu Gast. Wie schätzt du den Gegner ein? Ja, ich meine, der Gegner hat schon anhand der Ergebnisse auch gegen Kloppenburg 3-1 gewonnen. Also es wird schon eine robuste Mannschaft sein, die schon aggressiv zu Werke gehen wird. Wir müssen halt dagegen halten und wir müssen da unsere Torchancen, die wir dann herausspielen, auch nutzen. Du hast gesagt, robuste Mannschaft. Wie erklärst du dir dann die 0-6-Niederlage gegen Wolfsburg am Wochenende? Ja, ich glaube, man sollte das nicht zu überbewerten. Klar wissen wir auch, dass Eichede einige Gegentore hat, wo die da ihre Stärken und Schwächen haben. Die wissen wir natürlich, wir müssen sie nur ausnutzen. Und dann denke ich, dass wir da mit voller Aggressivität die drei Punkte hier behalten werden. Ist das die Schwäche des Gegners, die Defensive? 18 Tore in 18 Gegentreffer in 6 Spielen, das ist schon eine Menge, oder? Ja, das ist schon nicht wenig, aber die haben natürlich auch einige geschossen. Da müsste man natürlich aufpassen. Wir müssen einfach unsere Aufgaben, unsere Hausaufgaben machen, dass wir funktionieren. Und dann denke ich einfach, dass da wir die drei Punkte auch hier behalten. Obwohl es ein sehr, sehr schweres Spiel wird und wir da auch sehr viel Geduld brauchen. Jetzt vielleicht noch ein Wort zum neuen Mann, Fikara. Wieso hat man ihn speziell geholt? Was macht ihn so stark? Ja, wir brauchen natürlich auch einen, da unser Kader ziemlich dünn besetzt ist, einen Linksfuß in der Mannschaft, weil wir da durch Benny Sturm, der ausfällt, und durch Melvin, der da auch nicht so richtig auf Trab kommt, dass wir da unbedingt einen Linksfuß hatten wollten und der über die Außennummer 1 gegen 1 Situation da die Flanken haarscharf reinbringen kann. Und deshalb haben wir uns für ihn ausgewählt. Aljoscha Heidt, gegen Meppen noch ein überragendes Spiel. Stimmst du mir dazu? Ja, also ich denke, dass die ganze Mannschaft da gut gearbeitet hat, dass wir uns endlich belohnt haben und ja, ich hoffe, dass es jetzt so weitergeht, ne? Gegen Eichede. Glaubst du, die Leistung, die ihr gegen Meppen abgerufen habt, bestätigt ihr jetzt auch gegen Eichede? Ja, das ist natürlich unser Ziel und vor allem zu Hause, vor unseren eigenen Zuschauern wollen wir natürlich alles geben und wieder drei Punkte holen. Muss drei Punkte her, Junge! Sag nochmal ein, zwei Worte zum Gegner Eichede. Der hat 18 Gegentreffer in 6 Spielen bekommen. Das ist eine Menge. Ja, das stimmt. Das ist auch ein Aufsteiger. Ich denke, das ist nicht immer ganz einfach, wenn man in die Regionalliga hochkommt, da Fuß zu fassen. Aber trotzdem sollten wir die Mannschaft nicht unterschätzen. Die ist sehr kampfstark und da müssen wir auch erstmal gegenhalten. Und also werden die auch auf keinen Fall unterschätzen. Den Fehler darf man nicht machen. Vielleicht kannst du erklären, was macht einen Aufsteiger so gefährlich? Ja, vor allem, dass das Ziel natürlich eher in allererster Linie ist, die Klasse zu halten. Und
man dann natürlich auch über den Kampf kommt. Und wenn man das nicht annimmt, dann hat man es auch gegen Aufsteiger oder gerade gegen Aufsteiger schwer.